In Teil 3 unserer Videoreihe sehen wir die Veränderung vom Januar bis April 2023 unserer Hohenhof-Gartenrekonstruktion. Nach der Weihnachtspause begannen die Arbeiten Mitte Januar wieder. Kurz nach Beginn der Arbeiten hatten wir leider am 22. Januar schon wieder eine geschlossene Schneedecke. Auch danach, als es wärmer wurde, war die Baustelle durch den Dauerregen sehr matschig. Das führte zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Ausführung der Wegebau- und Vegetationsarbeiten. Hier die Arbeiten im westlichen Waldgarten bei der Erstellung des Weges entlang des Zaunes. Der Weg ist wasserdurchlässig und in Handarbeit angelegt, um die Wurzeln der Bäume zu schonen. Sehr schön, wie der Weg geworden ist. Mehr als 150 Meter Schieferplatten wurden Stück für Stück präzise aufgelegt. Ein Blick 100 Jahre zurück. Wir staunen, mit welcher Detailtreue die Gartenrekonstruktion erarbeitet wurde. Der Weg, Bäume, Mauern, alles wie damals. Massive Steinquader wurden aufgestellt als Sockel für die späteren Holzauflagen der Sitzbänke. Weitere Sitzbänke wurden montiert. Planierarbeiten an allen Wegen sorgten für begehbare, glatte Flächen. Am Anger Vorbereitungen für eine neue Wiesenfläche. Am 3. März wurde es noch einmal ungemütlich. Unsere Baustelle lag unter Schnee. Das nützt aber alles nichts. Wir müssen auch unter diesen Bedingungen weiter bauen. Dafür schenkte uns aber die Kälte dieses schöne Bild von der gefrorenen Beeteinfassung im Brunnenhof. Ein Kunstwerk. Einfach toll. Die letzten Natursteinarbeiten an der Buddha-Grube beobachtet hörbar aufgeregt ein Kleider. Er kann mit dem Kopf nach unten den Baum herabklettern. Wir haben auch einen 2,5 Tonnen schweren Monolith neu aufgestellt. Warum? Die wunderschöne Serenité-Skulptur des Bildhauers Maillol, die damals auf dem Natursteinquader ihren Auftritt hatte, konnte nur wenige Jahre im Hohenhof bewundert werden. Als Erinnerung an die verloren gegangene Serenité-Figur wurde eine Reliefplatte mit der Serenité auf den Monolith aufgelegt. Im Hintergrund die Vorlage für das original wiederhergestellte Rosenspalier, welches durch einen Sturmschaden stark beschädigt war. Hier jetzt die Montage von dem aufwendig erstellten neuen Rosenspalier. Die 12 Einzelteile, übrigens hergestellt aus Eichenholz, wurden auf die vorbereiteten Fundamente montiert. Der neu aufgestellte Zaun ist so konstruiert, dass Besucher von außen sehr gut in den Garten hineinschauen können. Das Tor stellt wunderbar die Verbindung zwischen Mauer und Holzzaun her. Auf diesem Foto von 1910 sehen wir eine Stützmauer für das dahinterliegende Gelände. Diese Mauer war nur noch in Relikten vorhanden und musste neu aufgebaut werden. Interessant auch zu sehen, wie klein die heutige riesige Kastanie damals war. Jetzt, Ende April, sehen wir die ersten blühenden Pflanzen. In wenigen Wochen wird die Natur hier die Flora deutlich verändern. Darauf freuen wir uns. Zum Schluss einige Veränderungen von April 2022 bis April 2023 in der Übersicht. Mauern, Tor und Hauptweg, Waldweg, Sitzbänke, Monolith, Rosenspalier, Stützmauer, Schaukel, Steinbank und Rindenmulchweg im östlichen Waldgarten. Birkenhain.